Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Reisebüro on Air, der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Wie in jeder Episode gibt dein Showhost Margit Häuser dir wertvolle Impulse, neue Ideen und Tipps, die du im Reisebüro gleich umsetzen kannst. Ganz nach dem Motto: erst hören, dann direkt ausprobieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen! Schön, dass du wieder da bist. Ich heiße Margit Häuser, bin seit 20 Jahren Trainerin und Coach. Bei vielen 100 Reisebüros in der Zwischenzeit, bei fast allen Ketten und Kooperationen. Vor Ort, am Counter, im Webinar. Vielleicht sind wir uns auch schon mal begegnet. Was habe ich hier mit diesem Podcast vor? Ich möchte dir den Alltag im Reisebüro leichter machen. Ich möchte meine Erfahrungen erzählen, umsetzbare Tipps und Ideen liefern, die mir so tagtäglich auch begegnen. Du wirst manchmal lachen und manches kommt dir bekannt vor. Oft wirst du auch nicken und sagen, oh, das ist mir auch schon passiert. Ja, let's start mit dem neuen Thema. Habe ich ja versprochen in der letzten Episode, nachdem wir schwätzen den Kunden glücklich. Kommt jetzt, wie kannst du den Redefluss deiner Kunden etwas einschränken? Ja, es gibt furchtbar nette Kunden mit viel Zeit. Menschen, die kein Ende beim Erzählen nehmen. Da sitzt mal wieder so eine oder einer und redet und redet und schwätzt und erzählt von den Enkeln und den schönen Primeln, vom Markt, von einem guten Sösle, für Nichtschwaben, das ist eine besonders leckere Soße. Und jetzt kommt dann auch noch der Chef dazu. Und es nimmt wieder mal kein Ende. Bla, bla, bla. Der Herr Meier ist auch so ein netter Mensch. Er schaut regelmäßig zu dir ins Reisebüro. Er mag euch gern. Er bucht nicht jedes Mal eine Reise, aber immerhin fliegt er zweimal im Jahr nach Gran Canaria. Und du möchtest ihn bestimmt nicht vergraulen. Oder Frau Schmidt, die kommt auch öfters zu uns, trinkt dann einen Kaffee, fragt zum x-ten Mal nach ihrer Wunschreise nach Mallorca. Sie kann noch nicht buchen, sagt sie, aber ist das Hotel noch frei? Ja, da steht allerdings noch eine ärztliche Untersuchung aus, die will sie noch hinter sich bringen. Ja, in jedem Reisebüro gibt es die Vielredner, Quasselstrippen oder Blabbermäulchen. Die Mitarbeiter rutschen schon auf ihren Schreibtischstühlen unruhig hin und her, aber wollen natürlich nicht unhöflich sein, sind ja gut erzogen. Und irgendwie kriegen sie es auch immer hin. Bevor du jetzt ganz schwer stöhnst und dir fast die Spucke vor Aufregung wegbleibt, hier kommt die Lösung. Meine allerbesten und super praktischen, tausendmal probierten 8 Tipps. Tipp Nummer 1: Erklär ehrlich und freundlich und bestimmt, dass momentan sehr viel zu tun ist. Nicke, schaue ernst und leg die Hände bedeutungsvoll auf den Stapel Vorgänge. Sind Sie mir nicht böse? Ich habe heute noch eine Menge Anfragen zu beantworten. Tipp Nummer 2. Die Kollegin unterstützt dich. Denk an deinen Termin. Sprecht euch einfach vorher ab und vereinbart ein Geheimzeichen. Also irgendwas wie 3-mal oder das Radio lauter stellen. Manche Reisebüros nehmen auch einen Code. Gern wird Rodos oder Greta genommen. Denk an dein Angebot, Greta. Geht nur ums Absprechen. Tipp Nummer 4. Schweigen, nicht nicken, kein Aha, oder Verstehe einstreuen. Was du als Zeichen der Höflichkeit meinst, weil du ja gut erzogen bist, verstehen Vielredner eher als Signal. Jetzt noch weiter auszuholen. Schweigen. Atmen, Pokerface. Richtig schwer. Tipp Nummer 4. Nimm eine Körperhaltung ein, die kein Knicketrainer der Welt dir empfiehlt.
da sie Abwehrhaltung oder Desinteresse bedeuten könnte. Also üb gleich, Arme vor den Körper verschränken, den Oberkörper etwas nach rechts oder links drehen und das Gegenüber über die Schulter anschauen. Tipp Nummer 5. Jetzt wird es etwas lauter. Du klopfst mit beiden Händen auf die Schreibtischplatte. So, jetzt haben wir ja alles. Wir haben über alles gesprochen. Zur Verstärkung kannst du auch noch in die Hände klatschen und dich vom Stuhl erheben und im Stehen weitersprechen. Tipp Nummer 6. Ein Spezialtipp, den ich mal im Radio gehört habe. Wollen Sie noch einen Kaffee oder ... Ganz wichtig dabei, das oder langsam aussprechen und ... natürlich ohne Worte, in die Luft setzen. Am besten gleich am Sonntag mit der Schwiegermutter üben. Und der Spitzentipp am Schluss. Einfach und ganz wirkungsvoll versprochen. Du schaust fast unheimlich auf die Uhr. Das brauche ich jetzt nicht so großartig erklären. Das ist doch sonnenklar, oder? Nur ein kurzer Blick. Kann auch die Wanduhr sein. Ohne Worte. Nun, habe ich dir zu viel versprochen? Meine 7 Tipps. Jetzt nur noch ausprobieren. Gleich beim nächsten Redeschwaller. Such dir was raus. Meine Empfehlung, arbeite mehrstufig. Es gibt Menschen, die hören auf den "Ich habe viel zu arbeiten" Ohr nicht gut. Da nimmst du deinen Tipp 2, 3, 4 und gehst in eine ungewöhnliche Körperhaltung. Es gibt Menschen, die können eine Körperhaltung nicht wahrnehmen, die brauchen es dann noch ein wenig deutlicher. Tipp 5, 6, 7. Und noch ein Tipp. Dein Fingerspitzengefühl ist hier gefragt. Wenn du zu liebenswürdig bist, weil Mutter Teresa, weil zu gut erzogen, fühlen sich die meisten Menschen aufgefordert, häufiger zu dir zu kommen und sich unterhalten zu lassen. Vor allem einsame Menschen freuen sich auf ein wenig Zuneigung. Das ist auch okay, nur alles etwas kürzer und bündiger. Führe du das Gespräch mit dem Kunden und lass dich nicht vom Kunden führen. Ja, das ist mir wichtig. Schreib mir gern deine Ideen zu Kunden mit viel Zeit. Ein E-Mail: info@margit-häuser.de. Ich freue mich auch über Anregungen, Wünsche oder Feedback. Und wenn du mal ein Seminar, ein Training, ein Workshop, ein Webinar buchen möchtest, die gleiche Mailadresse. Auch da freue ich mich sehr. Mach's gut, bleib so großartig, wie du bist, lass den Erfolg fliegen und bis bald, deine Margit. Das war eine weitere Folge des Podcasts Reisebüro On Air. Der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast bitte auf iTunes mit 5 Sternen und abonniere ihn, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.